Ich habe hier ein Bild mitgebracht, eine Kreuzigung, ein Thema, das hunderte Male vorkommt in der Kunst der Zeit, 16. Jahrhundert, deutsche Schule steht unten drauf und das sagt zunächst einmal ja sehr wenig. Deutschland ist groß, das Deutsche Reich damals war groß und das 16. Jahrhundert ist lang. Aber wenn wir es jetzt einmal umdrehen, aha, dann stoßen wir auf eine Inschrift, die einigermaßen schwer zu lesen ist, weil sie ziemlich alt ist. Aber wenn man sich ein bisschen rein vertieft, dann kann man das schon. Memento mei, dum vixero et mortuus furo und so weiter. Da stehen also lateinische Zeilen drauf. Gedenke mein, wenn du noch leben wirst und ich schon tot sein werde. Ja, und wer schreibt das? Dankenswerterweise hat der Herr auch seinen Namen hinterlassen. Hier steht Henricus Zöpfgen. Und es steht auch seine Funktion dabei, Vicarius ad Sanctum Severum und ein Datum 1725. Und auf dieser Seite steht da noch etwas ganz Merkwürdiges aus der Affenburg, den 9. Januar 1725. Das Gute ist nun, dass wir uns über diesen Herrn Heinrich Zöpfgen informieren können. Er war tatsächlich, wie hier steht, Vikar an der Severikirche in Erfurt. Und er hat gewohnt im Haus zur Affenburg in Erfurt, genau wie hier in Basel die Häuser zum Teil sehr drollige mittelalterliche Namensbezeichnungen haben. So war das auch in Erfurt. Also die Affenburg ist nicht etwa eine Burg voll Affen, sondern schlicht der Name seines Wohnhauses. Wir wissen also, 1725 war dieses Bild in Erfurt und es ist nicht die Sorte Bild, die wahrscheinlich weit reist und viel gehandelt wird, sondern es dürfte auch aus dieser Gegend stammen. Es ist in der weiteren Nachfolge von Lukas Cranach in Sachsen oder wahrscheinlich sogar in Thüringen, also um Erfurt herum, entstanden.